Geschichte einer Königstochter. Entführt von Räubern ins ferne Land. Doch ein tapferer Mann machte sich auf, um die Tochter zu retten. Und sein Name war O Fischer Herold, du alter Kriegsveteran. O Fischer Herold ist der Mann, der es kann. Du versuchst sie zu finden, ist die Hoffnung des Königreichs. Hast Gefahren zu überwinden, um die Tochter zu befreien. Du hast einen schweren Weg, der vor dir liegt. Bist geplagt von Hunger und Durst. Findest Freunde, die dir helfen, auch in schwerer Not. Und gehst weiter, Block für Block. Fuck. Alle Munition ist alle. Alle Männer sind tot, bis auf wir vier. Hermann, was machen wir jetzt? Keine Ahnung. Ich bin noch nie in so eine Situation geraten. Ja, du bist nur der Schiffstechniker. Scheiße. Okay, Leute, wir ergeben uns. Ist sicherer für uns. Vielleicht bringen sie uns an eine Möglichkeit, wo wir abhauen können. Jawohl. Besser wird nur ein Schwert da weg, ne? Komm mit auf unser Schiff. Und wir werden euch nicht wehtun. Scheiße. Das war's dann. Wir sind verloren. Wir werden euch noch Tortuga bringen. Tortuga? Das lohnt sich. Ich hab zwar mein Schiff verloren, aber ich kann ja ein neues bauen. Wozu habe ich denn sonst Schiffsingenieurkunst studiert? Okay, wo müssen wir hin? Kommt, ihr geht unter Deck. Mann, ist das eine enge Zelle. Ich will da nicht rein. Glaubst du ich? Geht die Tür nicht auf? Ich denke mal, du brauchst... Wo ist deiner? Na toll, jetzt dürfen wir hier elendig verrotten. Der stinkt doch noch so. Naja, wenigstens hab ich einen extra Platz. Oh, mein Schiff. Das war's mit deinem Schiff. Ja, wenigstens sind wir noch am Leben. Und wir kommen nach Tortuga. Na, es wird sicher noch ein paar Tage dauern. Bleibt einfach so ruhig hier sitzen. Es bleibt uns ja nichts anderes mehr. Seht, dort, Land in Sicht. Juhu, wir sind in Tortuga, oder? Ja, ich glaube auch. Oh, da kommt ein Pirat. Da kommt einer. Lass mich vorgehen. Da ist es. Macht er jetzt die Tür? Warum macht er jetzt alle Kisten auf? Ich glaube, wir haben eine Bombe versteckt. Ha! Ich glaube, er sucht den Schlüssel. Techniker, ich frage mich, was mit den Bomben? Eine neuartige Klinge von mir. Ein Hochexplosives. Okay. Wird. Ich glaube, ich schon im Nachhinein. Stahlkugel. Das wird explodieren. Okay. Frische Luft. Was dafür ein Eingang? Willkommen in Tadu. Werde euch jetzt in Tortuga begleiten. Okay. Ich bin für jetzt euer Führer. Bitte folgen. Was ist das für ein schöner Geheimnis? Frag mich, wie das aussieht. Willkommen in Tortuga. Werde euch zu einem Mann führen, der euch eine Karte gibt
zu den Männern. Villager, bitte folgt mir. Okay, lasst uns ihm einfach mal nachgehen. Hier ist der Mann, der euch die Karte gibt. Gebt euch rein. Hallo? Hallo, ich habe gehört, ihr wollt Sna in den Dschungel finden. Ich habe hier eine Karte. Ich selber war nur einmal dort und es ist wirklich hart dort. Ich hoffe, ihr könnt es schaffen. Okay, danke schön, aber wir haben kein Schiff. Wie sollen wir dorthin kommen? Ihr könnt doch das von den Piraten nehmen und sie entern. Das heißt, sie stellen uns das Schiff zur Verfügung. Oh ja, das könnte ich auch machen, aber versucht es mir wieder heil zu bringen. Ich habe sehr lange daran gearbeitet, es zu schaffen. Okay. Keine Sorge, ich werde auf das Schiff Acht geben. Ich bin ja selbst ein Mechaniker für solche Dinge. Okay, danke. Unser Viel Techniker. Glück. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Ich habe die Karte. Auf Wiedersehen. Okay, dann lass uns gehen. Zurück an Bord. Mann, hier ist aber reger Betrieb. Aber echt? So viele Menschen. Aber es ist gar nicht so versifft, wie ich immer dachte. Viel Glück auf der Reise. Danke. Danke. Geheimnisvoller Mann. Jetzt mal, wir werden es nötig haben. Ich fürchte auch. Wir können uns jetzt etwa verpfeifen. Aber lass uns die Piraten hier. Die brauchen wir nicht. Schickt sie von Bord. Nehmt die Schwerter und jagt sie von Bord. Unter hier! Mach, dass du wegkommst. Wo sind wir hier gelandet? Hauptmann, sind wir hier richtig? Glaub schon, das sollte es sein. Ich frage mal den Mechaniker. Sind wir hier richtig? Also laut der Karte ist das der Dschungel, aber ich weiß nicht, wo genau wir sind. Naja, gehen wir einfach an Land. Nee, ich hätte gesagt, wir warten noch. Lass den Anker fallen und wir bleiben hier über Nacht. Wir warten erst auf den nächsten Morgen. Okay? Okay. Wart noch auf den Hauptmann. Gucken, was der dazu sagt. Okay, Hauptmann. Wir haben jetzt gerade besprochen, wir warten jetzt über die Nacht. Und dann gehen wir erst morgen richtige auf. Idee. Ja. Weil die Sonne steht schon weit hier unten. Ich denke mal, es wird bald Nacht werden. Und dann gehen wir hinauf. Okay. Alles klar? Okay, ja. Dann lass uns über Nacht hier bleiben. Gerold, komm mal raus! Was ist denn los? Da oben leuchtet irgendwas. Ich weiß nicht, was es ist. Sind das die Melon-Villager? Bezweifle es. So nah am Wasser? Nein. Aber was sollte sonst hier leuchten? Leuchtpilze vielleicht? Wir sind im Dschungel, nicht in Science Fiction. Drehen Sie sich um. Leuchtpilze. Was könnte es sein? Wir werden es direkt morgen erkunden.